Hallo, hier ist Markus Happ. Ja, ich möchte in diesem Video eine Kurzversion von Prinzip 2 Leiterschaft des Einfluss geben. Dieses Seminar besteht aus 21 Prinzipien effektiver Leiter von dem Leiterschaftsexperten John Maxwell, der Regierung berät, viele der größten Firmen der Welt. Er hat Anfang der 90er Jahre die Leiterorganisation Equip gegründet, hat Dutzende Bücher über Leiterschaft geschrieben und ist einer meiner persönlichen Mentoren, von dem ich unendlich viel gelernt habe. Ja, das ganze Seminar findest du auf unserer Abo-Plattform, die ich die letzten 4 Wochen, die wir entwickelt haben, meintraining.vhx.tv. Wir kriegen ständig mittlerweile positive Kommentare, wie begeistert Leute sind über die Qualität von über 40 Kursen unserer ISCD-Bibelschule über sehr viele wichtige Themen. Geh einfach mal rauf, du kannst 14 Tage kostenlos abonnieren und dann für 11,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Monat, da wird das ganze Leiterseminar sein, da sind meine Predigten und über 200 Stunden Lehre von international anerkannten Leitern und Leiterinnen. Dies ist eine Zeit, wo wir uns ausbilden und trainieren müssen und daraus kommt persönliches Wachstum. Die nächste Lektion werde ich wieder ganz lehren. Das Prinzip 3 ist das Prinzip von Entwicklung und Prozess. Jeder Leiter und Leiterin entwickelt sich durch einen Entwicklungsprozess. Aber kurz ein Wort dazu, warum lehre ich dieses Leiterseminar überhaupt? Ich möchte das einmal ein paar Gründe anführen. Ich glaube, dass wir seit letztem Jahr, seit März mit der Corona-Krise, ich sage es ja schon Krise, in einer globalen, weltweiten Krise sind. Und die Bibel sagt, Jesus sagt in Matthäus 24, dass Zeiten der Erschütterung und Geburtswehen über die ganze Menschheit kommen, weil boshaft Schlechtigkeit manifestiert sich weltweit und Gott wird sein Reich auf der Erde aufrichten. Jesus Christus sagt die Bibel, Gottes Sohn wird wieder auf die Erde kommen und es kommt ein Endgericht über die Menschheit. Aber bis dahin sollen wir unsere Berufung leben. Wir müssen unsere Gaben und Talente kennen. Und wir sind in einer Leiterschaftskrise. Und wenn wir nicht genug reife Leiter und Leiterinnen haben, die Glauben an Gott haben, die an christliche, biblische Werte und Prinzipien lehren, dann wird das Vakuum gefüllt durch schlechte Leute. Jemand, der das exzellent beschrieben hat, ist John Haggai. Ich studiere das Thema Leiterschaft seit über 30 Jahren. Er hat das Leiterschafts Institute of Advanced Leadership in Singapur gegründet, also Advanced Leadership Studies, fortgeschrittene Leiterschaft. Und dort konntest du nur Mitglied werden in dem Institute für fortgeschrittene Advanced Leadership, wenn du dich verpflichtest, 100 Leiter und Leiterinnen auszubilden in dem, was du dort über 9 Monate gelehrt hast. Und das ist ein Konzept der Multiplikation. Über ein Lead-on, also Leiterschaft, die Bestand hat in einer sich verändernden Welt, Leadership that endures in a changing world, ist eins der besten Bücher über Leiterschaft, die ich gelesen habe. Ich habe das Buch 4, 5 oder 6 Mal gelesen, das habe ich mit wenigen Büchern. Und er schreibt, wir sind in einer gigantischen Krise der Leiterschaft. Und das ist eins meiner Spezialthemen. Und wir sind eine Trainingsorganisation Christus für Europa, die ISCD Bibelschule. Und Gott hat mir stark auf das Herz gelegt, eine neue Generation von reifen Jüngern und Jüngerinnen Jesu und auch Leitern auszubilden. Weil wir sind berufen für Einfluss. Darüber werde ich jetzt kurz in dieser Episode lehren. Eine ganze Episode ist auf Mein Training auf der Abo-Plattform. Du kannst sie also 14 Tage kostenlos abonnieren. Jesus sagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Salz würzt jedes Gericht mit Geschmack, aber Salz wurde auch verwandt, Verfall aufzuhalten, als es noch keine Kühlschränke gab. Und wir sollen als Salz
unsere Gesellschaft und eine Nation vor Zerstörung und Zersetzung und Verfall bewahren. Durch biblische Prinzipien, durch Lehre der Wahrheit und durch Dinge, die gesund machen und stark machen, weil der Teufel ist ein Dieb, der zerstören will. Zweitens sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Und man zündet nicht eine Lampe an und versteckt sie unter dem Bett oder unter dem Tisch. Sondern wir sollen ein Licht sein, das Erkenntnis, Weisheit, Wahrheit lehrt, eine neue Generation. John Maxwell hat sehr treffend gesagt, Leiterschaft ist Einfluss. Leiterschaft beginnt mit Einfluss und einer Vision, die andere begeistert, die Probleme und Nöte der Menschheit löst. Und dann beeinflusst du andere für gute gemeinsame Ziele, an die sie glauben können, für die sie sich begeistern können. Nochmal einen Rückblick mit Prinzip 1. Das war das Prinzip des Deckels. Hier siehst du das. Du hast ein unbegrenztes Potenzial mit Gott. Gott hat jedem Gaben und Talente gegeben und ein Potenzial. Aber dein Potenzial ist gedeckelt, kann auf der Ebene 1 gedeckelt sein, mit den Fertigkeiten, Fähigkeiten, wie du dich und andere leiten kannst. Wenn du mehr von deinem Potenzial nutzen willst zum Wohle der Menschheit, musst du über Leiterschaft lernen. Und du kannst dich als Leiter und Leiterin entwickeln auf Ebene 2, 3, 4, 6, 8 bis 10. Und dann kannst du viel, viel mehr von deinen Gaben, Talenten und deinem Potenzial nutzen. Das Prinzip Nummer 2 ist über Einfluss. Und da gibt es Mythen. Und dieses Missverständnis ist, dass Leiterschaft ein Titel oder eine Position ist. Lehrer, Professor, Chef einer Firma. Aber Leiterschaft ist nicht automatisch Position. Es gibt viele Leute, die Positionen haben, aber schlechte Leiter sind. Ein zweiter Mythos ist, ein Leiter ist ein Manager. Manager verwalten oft das, was Leiter gegründet und aufgebaut haben. Es gibt Manager, die hervorragende Leiter sind, ja? Aber das ist nicht dasselbe. Und auch Manager müssen lernen, wie sie Menschen führen und leiten. Leiterschaft ist nicht gleich Unternehmer. Viele haben Firmen, aber das Wachstum der Firma ist gedeckelt, weil sie wenig oder gar nichts über Leiterschaft von Personal, von Kunden, von Menschen wissen. Also wenn ein Unternehmer ein großes Unternehmen aufbauen will, es in Wachstum führen will, in Multiplikation, dann muss ein Unternehmer oder Erfinder und Pionier über Leiterschaft lernen. Leiterschaft ist auch ungleich Wissen. Du kannst sehr viel wissen, du kannst Professor sein, 3 Doktortitel haben, aber ein schlechter Leiter sein, deine Ehe kann schlecht sein, deine Kinder können verwahrlosen, du kannst selbst deine Familie nicht leiten oder auch die Studenten leiten. Aber du kannst als Professor oder Lehrer dich auch in Leiterschaft weiterbilden und dann kannst du eine neue Generation durch dein Wissen inspirieren und beeinflussen, Weltveränderer zu werden. Ich hatte solche Professoren an der Schule für Weltmission in Kalifornien, wo ich von 1989 bis 1992 unter hervorragenden Professoren studiert habe, die weltweiten Einfluss hatten und die zum Teil Werke aufgebaut haben und die auch hervorragende Leiter waren. Ein Wort zu 7 Dimensionen von Leiterschaft. Wenn du in Einfluss wachsen willst, dann musst du bewusst sein, wodurch Einfluss zustande kommt. Menschen wollen Leitern folgen und Leiterinnen, die einen guten, integren Charakter haben, die ihre Worte halten, auf die man sich verlassen kann, denen man vertrauen kann und die einfach auch eine Leidenschaft und eine Ausdauer haben, Ziele zu setzen und dafür den Preis zu bezahlen, die Ziele auch zu erreichen. Eine zweite Dimension ist, dass Leiter, gute Leiter, Beziehungsexperten sind, dass sie in andere investieren, andere fördern, andere mentoren und motivieren. Und das sind Dinge, die du lernen kannst, um großen Einfluss auszuüben. Und wir sollten Meister werden im Bauen von Freundschaften und auch selbst Mentor zu werden für Männer und Frauen, für Jungs und Mädchen, für eine neue Generation. 3. Dimension:
Leiter sind Lernende. Leiter üben Einfluss durch das aus, was sie wissen, was sie gelesen haben, wo sie von anderen Mentoren und Leitern gelernt haben. Also, wir brauchen einen Hunger, jeden Tag Neues zu lernen. Und dann wirst du auch denen, die du führst, in eine bessere Zukunft immer 1, 2, 3, 4 Schritte voraus sein. Vierte Dimension von Leitern ist Intuition. Leiter sind sensibel und spüren, was die Not und die Probleme ihrer Generation sind, und sie entwickeln Lösungen und Antworten. Es hat mal jemand gesagt, nichts ist so stark wie eine Idee oder Vision, für die die Zeit gekommen ist. Und wir müssen spüren. Jesus sagt in dem Buch der Offenbarung, in den Schreiben an die 7 Gemeinden, die in der heutigen Türkei sind, Gemeinde von Ephesus, von Smyrna, Philadelphia, er sagt 7-mal, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Und Gott ist um die Menschheit besorgt. Und Leiter sind geistlich sensibel, auch vom Himmel Visionen und Träume zu empfangen und Gottes Stimme zu hören. Das ist das Allerbeste. Weil Gott Vater, unser Schöpfer, ist die weiseste Person im Universum. Und die Bibel sagt im Jakobusbrief, Kapitel 1, wenn du Weisheit mangelst, bitte Gott darum und er gibt sie gerne. Und Leiter sind intuitiv, sie verstehen, was dran ist und sie verstehen auch Timing, wann etwas dran ist. Fünfte Dimension ist Erfahrung. Leiter versuchen ständig Neues. Sie sind mutig, aber Mut ist auch etwas, worin wir wachsen. Jeder ist ängstlich am Anfang. Aber wenn du trotz Angst handelst und Neues unternimmst, dann wächst Kompetenz und Erfahrung und du wirst mutiger und immer mutiger und zuversichtlicher. Sunny und ich haben einen Heilungsdienst reinigender Strom aufgebaut. Und am Anfang, als ich für Menschen um Heilung und Befreiung gebetet habe, hatte ich große Angst. Und ich habe gedacht, das werde ich niemals schaffen und niemals lernen. Und heute haben wir Hunderte, auch Pastoren und Leiter ausgebildet, diesen Dienst zu tun und den Gemeinden durchzuführen. Und wir haben einige 10.000 Menschen mittlerweile gedient, dass sie Heilung und Befreiung von Altlasten der Vergangenheit haben. Also haben wir Erfahrung mit diesem Dienst gesammelt. Und ich habe viel gelehrt, gepredigt. Dadurch wachsen Erfahrungen und das baut deinen Einfluss, deine Gaben zu nutzen und Erfahrung zu sammeln. Sechste Dimension, die Einfluss von Leitern ausmacht, sind vergangene Erfolge. Ja, wenn du nichts unternimmst, kannst du auch nicht versagen. Aber wenn du viel unternimmst und deine Gaben und Talente nutzt, Ziele setzt und alles dran gibst, die Ziele zu erreichen, dann erlebst du Erfolge. Und je mehr Erfolge ein Leiter hat, dass er Dinge aufgebaut hat, Dinge gegründet hat, die anderen zum Segen geworden sind, umso mehr vertrauen Menschen in diesen Leiter, in diese Leiterin. Und dein Einfluss wächst und auch dein Deckel verschwindet auf deinem Potenzial. Siebte Dimension von Leiterschaft und Einfluss ist Fähigkeiten und Know-how. Und das kommt aus dem, was du lernst, Wissen, das kommt aus deinen Erfahrungen und aus deinen Erfolgen. Menschen vertrauen Leiter, die Know-how haben, denen sie vertrauen, dass sie wissen, wie eine Sache funktioniert. Zum Beispiel wirst du keinem Leiter folgen, der über Ernährung und Fitness lehrt, wenn er nur Coca-Cola trinkt und Chips isst. Ja? So, das kann man mal essen, aber du wirst einem Lehrer oder Leiter in einem Bereich vertrauen, wenn du weißt, das ist ein Experte über Ernährung, über Fitness, der hat meinetwegen mal 120 Kilo gewogen und hat abgenommen 40 Kilo auf 80 und ist jetzt sportlich und gesund und hat über Ernährung studiert. Also Know-how und Fähigkeiten ist das, was dir Einfluss gibt mit Menschen. Ja, also wir müssen als Leiter ständig lernen und uns bewusst sein, was wir noch nicht wissen. Darum geht es im Prinzip Nummer 3. Da werde ich über den Prozess
und die Entwicklung von Leitern und Leiterinnen lehren. Ich werde die ganze Episode auf meinem YouTube-Kanal platzieren und natürlich auf dem Abo-Kanal Mein Training vhx.tv. Investier in dich selbst, weil du bist die wichtigste Person für dich, neben Gott, neben Jesus Christus, dem Retter und Herrn. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünde, aber du bist der Acker Gottes. Alles, was du in dich investierst, wirst du 30-, 60-fache Ernte hervorbringen. Und gleichzeitig unterstützt du Christus für Europa und die Entwicklung von gutem Training durch uns. Ja, das ist erstmal das. Viel mehr will ich dazu nicht sagen. Jemand hat mal ein lustiges Zitat gebracht und gesagt, wer denkt zu leiten, aber er hat keine Nachfolger, macht nur einen Spaziergang. Die gute Nachricht ist, jeder hat Potenzial, ein exzellenter Leiter von sich selbst zu werden und dann von anderen zu werden. Stephen Covey hat das mal so formuliert, der private Sieg geht dem öffentlichen Sieg voraus. Wenn du nicht gelernt hast, privat ein diszipliniertes Leben zu leben und täglich Prioritäten und die richtigen Gewohnheiten auch zu leben, wie willst du öffentlich Siege erleben und Erfolge und andere Menschen höher führen und weiterführen? Du kannst andere nur so weit führen, wie du selbst gelangt bist. Aber die gute Nachricht ist, das ist alles erlernbar. Kein Meister ist vom Himmel gefallen und Leiter wachsen nicht an Bäumen, sondern sie werden trainiert und sie werden gemacht. Und du kannst selbst daran arbeiten. Einige Anwendungsfragen. Wer hat Einfluss auf dich? Schreib doch mal 5 Namen auf, wer dich beeinflusst, von wem du inspiriert wirst und warum diese 5 Personen dich beeinflussen. Und dann frage dich zweitens, was kannst du daraus lernen als werdende Leiterin oder Leiter? Ja, was kannst du von deinen Vorbildern lernen? Und dann drittens, frag dich einmal über die 7 Dimensionen der Leiterschaft auf einer Skala 1, sehr gering, bis 10, maximal, sehr stark ausgeprägt. Wie stark bist du? Wie stark nutzt du die 7 Dimensionen von Charakter, Beziehung, Wissen, Intuition, Erfahrung, vergangene Erfolge und Know-how und Fähigkeiten, um andere zu beeinflussen? Wie stark bist du? Schwach, mittel, sehr stark? Und wie kannst du in diesen 7 Dimensionen stärker werden und wachsen? Das alles und mehr werde ich auch in diesem Seminar 21 Prinzipien von Leiterschaft lehren. Gib ein Like, abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du keine Episoden verpasst und nutze diese fantastische Plattform. Und bitte empfiehl sie auch weiter, weil andere suchen gutes Training und ich glaube, das ist eine der besten Trainingsplattformen im deutschsprachigen Raum. Gott segne dich reichlich.